Gottes Segen und Gottes Frieden von den allmächtigen Gott, der Herr Jesus Christus, möge die Menschen aus der Finsternis befreien und zu Licht führen. Bevor ich erstmal mit der Thematik beginne, das, was der ABK da von sich gesagt hat, das ist eigentlich nicht redegewandt, was er eigentlich da so nichts Spektuelles erzählt, sondern mir geht es hauptsächlich nicht um ihn, sondern ich werde ihm ein paar Dinge, ist das quasi für ihn das Video eigentlich gedacht und für die Menschen da draußen. Und zwar werde ich anhand der Bibel beweisen, dass Mahdi und der falsche Prophet Isa, dass die Bibel uns von solchen Leuten gewarnt hat. Um ganz klar zu verstehen, die Bibel spricht von dem Antichristen, ja, und von dem falschen Prophet. Mahdi ist der quasi der Messias im Islam. Der Isa ist ja ein Prophet und er wird mitkommen mit Mahdi und wird quasi den Sieg verhelfen, dass in der ganzen Welt der Islam herrscht. Die Bibel warnt uns von diesen zwei Dingen. Und da müssen wir erstmal schauen, was uns der Herr Jesus Christus gesagt hat. In der Endzeitrede lesen wir in Matthäus 24, Kapitel 24, Vers 4. Sieh zu, dass dich niemand verführe, denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgestein hören. Sieh zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Wenn wir uns diese Passage lesen, Isa im Koran, was 600, 700 Jahre später gekommen ist und sich behauptet hat, ja, ich bin Isa und ich bin nicht gestorben und so weiter. 600, 700 Jahre später kommt eine Lüge, ja, und stellt quasi die Bibel komplettes Gegenteil dahinter. Die Muslime sagen, dass der Koran ein Update ist. Was für ein Update ist das? Das ist komplett was anderes. Das ist überhaupt gar kein Update, sondern hierbei handelt es sich um ein Fake. Also es ist eine Lüge. Und Jesus hat es klipp und klar gesagt, es werden Menschen kommen, es werden Propheten kommen und so weiter, die werden sagen, ich bin der Christus, glaubt denen nicht. Das heißt, mein lieber Freund, das, was die Bibel vorher gesagt hat, warnt euren, quasi euren Märchen, Koran und so weiter. Und nochmal ganz wichtig zu erwähnen ist, ich werde nach dem Livestream, also hier, werde ich auf mein Hangout kommen und dann haben die Muslime die Möglichkeit, mit mir über diese Dinge zu sprechen. Ich werde die Quellen benennen, ich werde auf sunnah.com gehen, wir werden uns einzelne Tafsir aufschlagen lassen, ja, was damit zu tun hat. Und dann werde ich euch mal einige Sachen aus dem Islam hervorbringen, was völlig widersprüchlich ist, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. In der Endzeit, Eschatologie, das bedeutet die Endzeit und so weiter. Wir werden uns über diese Dinge quasi unterhalten. Nach dem Stream ist es ein offener Hangout und da haben die Muslime die Möglichkeit reinzukommen. Ich mache es ganz kurz. Wir lesen zum Beispiel, was die Aufgabe ist, den Mahdi. Bevor ich über diese Dinge erstmal eingehe, werde ich euch erstmal ein Video einblenden. Ihr werdet das nur hören, weil ich momentan noch nicht die Möglichkeit habe, alles diese Dinge professionell zu gestalten. Ich lasse euch das mal kurz. Das ist der ABK, der Koran warnt uns. Aber auch andere heilige Schriften erzählten von ihm. So, erstmal, wir sehen hier, dass dieser ABK überhaupt gar kein Muslim ist. Erstens, der Koran sagt, dass die Juden und Schriften sind ja angeblich verfälscht, ja, und dass man nicht mit denen befreundet sein soll. Zweitens, deren Schriften ist gar nicht heilig. Das heißt, er versucht quasi als Muslim seine Religion darzustellen, so Friede, Eierkuchen, Christen und Judentum ist ja alles schön und gut. So. Wir in dem Sinne, wir dienen alle dem gleichen Gott und so weiter. Wir werden uns in der islamischen Thematik beschäftigen, was der Islam wirklich ist und wie die Bibel uns vor diesem Islam gewarnt hat. Und nochmal ganz wichtig anzumerken ist, das ist jetzt nur, was ich vorlese. Es muss nicht sein, dass der Mahdi quasi der Antichrist ist, ja, das muss nicht sein, aber ich gehe davon stark aus, weil es diese Dinge in den islamischen Quellen so befinden, wovor uns die Bibel gewarnt hat. Ja, die Bibel warnt uns von solchen Dingen und es passt genau auf diesen islamischen Endzeit. Mahdi und Isa, es passt exakt. Und ich lese euch das dann kurz vor, ihr werdet das Video nur hören und dann werde ich kurz auf diese Video eingehen, weil es ist eigentlich jetzt nicht so, dass ich jetzt so spekulär tiefer da drin gehen muss, sondern das Video dient eigentlich für ihn und für andere Menschen, Muslime, die wirklich daran Interesse haben, mehr über ihre Religion zu wissen. Demnächst werde ich ein Video machen über Mr. Pierre Vogel. Über Mr. Pierre Vogel ist auch immer so eine Sache. Ich werde darauf eingehen, in den Hangout werde ich auf seine Aussagen eingehen
Und dann werde ich jetzt das Video einblenden. Mal ein bisschen mit grenzwissenschaftlichen Sachen beschäftigt. Und dann habe ich auch so ein bisschen über Religion gelesen und bin dann auf die Eschatologie gekommen, was sowas wie die letzten Dinge heißt. Also das, was uns vor dem Ende der Menschheit erwartet. Dabei bin ich dann auf folgendes Phänomen gestoßen. Der Lügenmessias. Es wird prophezeit, dass uns kurz vor dem Weltuntergang der sogenannte falsche Messias besuchen kommen wird, um die Menschen zu spalten, indem er versucht, sie von einer Lüge zu überzeugen. Egal ob Christentum, Judentum oder Islam, in allen Religionen werden wir vor ihm gewarnt. Im Christentum ist es der Antichrist, der falsche Lehren verbreitet. Im Judentum Amelius, ein König und Gegenspieler des Messias, welcher viel Unheil über Israel bringt. Die Sagen rund um den falschen Messias überschneiden sich in allen heiligen Schriften. Ich werde mich in diesem Video aber explizit mit den islamischen Schriften auseinandersetzen. Der Lügen-Messias. Auf Arabisch, El-Messih ad-Dajjal. Die Wurzel dieses Wortes ist Dajjala und heißt mischen, eben weil er die Wahrheit mit der Lüge vermischt. Denn es wird gesagt, dass er mit sich das Paradies und das Feuer haben wird. Aber sein Feuer wird das Paradies und sein Paradies das Feuer sein. Daher eben der Name. Aber schauen wir doch erstmal, wie er überhaupt aussehen wird. In einigen Überlieferungen heißt es, dass der Dajjal ein riesengroßes Wesen sein wird, welches keine Nachkommen haben wird. Es wird nach innen gerichtete Füße haben, eine rötliche Gesichtsfarbe, gekräuseltes Haar und eine breite Stirn. Auf seinem rechten Auge ist er blind, wobei sein linkes Auge von einer Fleischschicht bedeckt sein wird. In manchen Überlieferungen beschreibt man sein Auge als schwebende Weintraube. Zwischen seinen Augen wird man auf Arabisch das Wort Käfir lesen können, was auf Deutsch Ungläubiger heißt. Jeder Moslem wird es lesen können, egal ob er lesen kann oder nicht, denn seine Versuchung wird seit Adams Erschaffung die größte sein. Er wird 40 Tage unter uns weilen, dabei wird ein Tag... Und so weiter. Und das ist wirklich der Peinlichste daran. Ich werde darauf auf meinen offenen Hangout eingehen und das wird wirklich sehr spannend sein. Woran merkt man, dass der Antichrist im Islam... Quasi der Dschal, der wird mit einem Auge blind sein und auf seinen Stirn wird Kafir stehen. Alleine das ist schon sehr peinlich. Welcher Antichrist macht sich sichtbar und sagt, hallo, ich bin der Antichrist, ich bin der Dschal, oh, oh, hallo, hallo, ich bin der Dschal, guck mal, ich bin der Antichrist. Also erstmal, das ist schon sehr peinlich genug, ja. Antichrist bedeutet, dass in der biblischen Sinn bedeutet Antichrist, dass es so wie Jesus, aber falsch dargestellt. Aber bei dem Islam ist ja schon lächerlich, ein Auge blind und sagt, guck mal, ich bin der Antichrist, der Dschal. Guck mal, was ist das denn für eine Aussage, bitte? Alleine das ist schon peinlich genug. Das ist schon wirklich peinlich. Jeder wird ihn sofort ablehnen, weil er sagt, guck mal, das ist der Antichrist. Aber der Antichrist kommt ganz anders. Die Bibel sagt folgende Aussage. Wir sprechen jetzt über Mahdi, weil der Mahdi ist ja im Islam quasi wie der Messias und der Isa. Jetzt pass mal auf. Mahdi wird folgende Aussage tätigen. Er wird folgende Dinge tun. Der Prophet sagte, in einigen Hadithen werde ich unter anderem unter dem Video-Link hergeben, da heißt es wird 4 Friedensverträge zwischen euch und den Römer geben. Römer, ja, auch das ist schon mal peinlich. Römer existieren gar nicht mehr. Im 4. Jahrhundert ist Rom vorbei. Aber nur mal so zur Info. Der Mittler des 4. Vertrages wird ein Nachkomme Hadrat Arun sein. Der ehrenhafte Arun, der Bruder von Musa. Und der Vertrag wird für 7 Jahre führen, wählen. Also genau zuhören jetzt, ne? Die Leute fragten, O Prophet Mohammed, wer wird der Imamführer der Menschen zu der Zeit sein? Der Prophet antwortete, er wird mein Nachkomme und genau 40 Jahre alt sein. Sein Gesicht wird wie ein Stern leuchten. Nur mal zur Info, ja, das ist von Fatima, der Nachkomme, also die Tochter von Mohammed. Was sagt hier folgende Aussage? Mahdi wird die Verträge, die Zeiten und so weiter umändern. Im Buch Daniel steht folgendes geschrieben. Genau das entlarvt quasi Mahdi. Dem Buch zufolge ist ein Ziel des Antichristen folgendes. Daniel Kapitel 7, Vers 25. Gegen den Höchsten führt der vermessene Reden. Er bedrückt seine Heiligen und sind darauf, feste Zeiten und Gesetze zu ändern. Ja, die Heilige werden für eine Zeit und zwei Zeit und eine halbe Zeit in seine Hand geben. Das ist ein sehr deutlicher Hinweis auf die Person des Antichristen. Wir haben gelesen, dass Mahdi Verträge abschließen wird und er wird für 7 Jahre, ja, wird er quasi unter anderem herrschen, er wird Gesetze und Zeiten umändern. Die Bibel war schon vorher da aus dem Alten Testament und warnt genau vor dem Antichristen. Das heißt, Daniel warnt quasi vor Mahdi und sagt, guck mal, das ist der offensichtliche Antichrist in dem Sinne, ja. Und jetzt pass auf, was wird er noch machen? Und er wird sogar die Stellung des islamischen Hijra-Kalenders für Muslime folgendes umändern.
Es wird als heilige Sachen angesehen, einen Hijra-Kalender mit 12 reinen Mondmonate ohne Einschiebungen zu gebrauchen, wie es im heiligen Koran ersichtlich ist. Und das ist das Ziel von Mahdi. Dann wird da natürlich mit den Weltherrschaften, mit den ganzen, sage ich mal, mit den Welten, mit den Juden und Christen Verträge abschließen und da wird die Zeiten und die Scharia führen und so weiter und den islamischen Mondkalender. Das ist der Antichrist, was Mahdi quasi, quasi der Mahdi, der Messias im Islam, wovon die Bibel uns von diesen Dingen gewarnt hat. Es gibt natürlich andere Aussagen, dass es Dan mit Juden war und so weiter, aber wir sehen, dass die Juden auch mit Ungläubigen Verträge abgeschlossen hat. Also ich bin nicht der Meinung, dass es 100% ein Jude sein muss. Das wissen wir nicht. Aber was ich hier sage, ist nur, dass es passt sehr möglich, dass Mahdi wirklich, dass die Bibel Mahdi quasi entlarvt. Und da sind viele Stellen, die das auch belegen. Der Reiter auf dem weißen Pferd. Mahdi wird als Reiter mit dem weißen Pferd dargestellt. Und er wird so die Weltherrschaft haben. Und die Bibel warnt uns von den Antichristen und von den falschen Propheten. Der falsche Prophet wird zwei Hörner haben. Das ist quasi, das wird als Macht dargestellt in der Offenbarung. Und die andere Sache, der Antichrist, ja, wird mit 10 Hörnern dargestellt. Es sind zwei Personen. Mahdi hat mehr Macht als der Isa. Mahdi wird sogar das Gebet leiten nach Isa. Ja? Das heißt, Mahdi wird mehr Macht besitzen als Isa. Ja, es sind zwei Sachen, es sind zwei Personen und die Bibel warnt uns vor zwei Personen. Jetzt genau zuhören. Offenbarung 6, Kapitel 1 von bis 12. Hier sehen wir, dass einer wie Jesus kommt, wie ein quasi als Messias da kommen wird, auf einem weißen Pferd. Da sah ich ein weißes Pferd und so weiter. Offenbarung 6 von 1 bis 2. Und das ist Offenbarung 19, Offenbarung 19, Kapitel Vers 11, dass Jesus bei seiner Wiederkunft reiten wird. Offenbarung 6 bis 1, 12 stellt den falschen Messias dar auf einem weißen Pferd. Mahdi kommt mit einem weißen Pferd. Und was sehen wir hier? Was sehen wir hier? Es ist völlig ja, gegen die biblische Update angeblich. Gegen ja, diese Aussage. Isa wird nicht kommen, also Isa wird die alle Nationen zur Wahl stellen. Es wird die Jizya, also eine Schutzsteuer im Islam, wird abgeschafft werden. Der wird dann fragen, entweder Islam annehmen oder Tod. Und was sagt uns die Bibel in Matthäus 24? Was sagt uns die Bibel? Die Bibel sagt uns Folgendes. Die werden verführt werden, es werden Kriege sein und so weiter. Der Islam basiert auf einer Weltherrschaft. Ja? Das ist die Scharia. Scharia besagt, dass in der ganzen Welt eine Weltherrschaft und das Gesetz Allahs sein muss, weil er der Beste, weil er der Schöpfer ist und er weiß ganz genau, was gut für die Geschöpfe ist und so weiter. Also wir sehen hier klipp und klar, dass der Islam darauf basiert. Wir haben im Buch Daniel ganz klar gelesen, Offenbarung ganz klar gelesen, da sind diese Aussage, wovor uns die Bibel warnt. Wir lesen der Wiederkehr des muslimischen Jesus. So heißt es schon unter anderem, dass er in Damaskus erscheinen wird. Erster Fall, dann lesen wir zweiter Fall, der Untergebene des Mahdi, also Isa. Und wir lesen in dem falschen Propheten folgende Aussage hier. Was sagt der, ein Gelehrter hier? Ibn Khayyim sagte Mana al-Munif, dass der Mahdi Jesus auffordern wird, die Muslime im Gebet zu leiten. Jesus wird auf Erde verweilen, nicht als Prophet, aber als einer aus der Umma des Propheten von Mohammed. Muslime werden ihn als Anführer folgen. Nach Salabi wird der Mahdi die Muslime im Gebet leiten und Jesus wird sich nach dem heiligen Gesetz Scharia regieren. Mahdi und Isa. Bibel, falscher Prophet und der Antichrist. Zwei Personen. Dann lesen wir folgende Aussage. In diesen Passage lesen wir, dass Isa das Kreuz zerbrechen wird, alle Schweine töten wird und so weiter. Und das ist ein Ziel von Mahdi und von Isa. Die werden in Israel sein. Die werden aus allen Menschen bekämpft und deren Ziel ist Israel. Und was lesen wir in Zacharia 14? Dass alle Heidenvölker und der Antichrist und so weiter ist ein Ziel, Israel anzugreifen und zu erobern. Anstatt der Herr Jesus für seinen kommt, um sie zu nehmen, kommt der falsche Märchen-Isa, um die Christen und Juden abzuschlachten, beziehungsweise an seinen, die an ihn geglaubt haben, ja, wird er quasi abgeschlachtet werden. Und dann lesen wir hier in einer anderen Aussage, das habe ich denn hier geschrieben, folgende Aussage.
Dann lesen wir hier aus der Perspektive, ja, das habe ich schon eigentlich hier gelesen soweit. Ja, kurze Zusammenfassung. Wir haben in der Bibel gelesen, was der Antichrist, das ist jetzt eine kurze Zusammenfassung. Es wird demnächst, ich werde auf diesen, also ich werde auf Hangout gehen, da werde ich alles einblenden und noch näher detaillierter darauf eingehen. Die Muslime haben dann natürlich die Chance, jetzt reinzukommen und mir quasi das Gegenteil zu beweisen. Wir sehen hier, dass die Bibel zuerst da gewesen ist. Die Bibel warnt uns mehr als alles andere. Das heißt, die Bibel spricht über Alte Testament, Neue Testament, Hesike, Buch Daniel. Es ist fast 1:1 wie das Buch Offenbarung. Das spricht eigentlich nur über das Endzeit. Und Mahdi wird kommen, um den Islam quasi in der ganzen Weltherrschaft quasi zu führen. Der Isa, der Fake Isa, wird die Christen und Juden umbringen, wenn sie den Islam nicht annehmen. Und wir sprechen gerade über Quellen. Ja, ich rede nicht aus mir, sondern wir reden gerade über diese Quellen. Anstatt dieser EBK oder wie der auch heißt, anstatt dass sich mit dieser Thematik mal beschäftigt, entlarvt er sich quasi selber. Alleine das ist schon peinlich. Erstens, Allah ist nicht auf ein Auge blind. Ja? Aber den Antichrist erkennt man bei einem Auge blind. Ansonsten sieht er genauso gleich. Ja? Zwei rechte Arme und bla bla bla, der Antichrist und wie auch immer. Alleine das ist schon sehr merkwürdig. Und dass man da als Kafir da drin steht und jeder wird den erkennen, was das für ein dummer Antichrist. Ja? Auf jeden Fall sehen wir hier klipp und klar, dass der Herr Jesus Christus kommen wird. Und folgendes, Zacharia Kapitel 12, Vers 9 bis 10 lesen wir. An jenem Tag gehe ich daran, alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem antrichten. Aber über das Haus David und die Bewohner Jerusalem werde ich den Geist des Erbarmes und das Gebet ausgießen. Und sie werden auf den Blicken, die sie durchbohrt haben. Ihn werden sie betrauern, wie man trauert um den einzigen Sohn und bitte um ihn klagen, wie man um den Erstgeborenen klagt. Ja, und Mahdi und Isa ist das Ziel, Jerusalem, Israel und alle Juden. In einer anderen Hadith heißt es schon, das ist der jüngste Tag. O Muslim, ein Jude hat sich hinter einem Stein versteckt. Geh hin und töte ihn. Alle Gelehrten sind sich einig, es bezieht sich auf die Endzeit. Das heißt, Isa und Mahdi werden die Juden uns weit abschlachten und deren Ziel ist es Jerusalem. Und wir sehen hier, wie man hier sieht. Ja, also wir sehen klipp und klar, dass es sehr krass auf die islamische Sache einpasst. Und jetzt habt ihr Muslime, ihr Großmäule, habt jetzt die Chance, jetzt so auf meinem Hangout reinzukommen. Ja, und dann wollen wir mal sehen, was ihr uns zu sagen habt. Verteidigt euren Islam, ja, verteidigt euren Islam. Wir werden uns nur auf diese Thematik beschäftigen. Wenn ihr den Mut habt, anstatt so dumme Kommentare, Lügner, das bringt uns nicht weiter. Also mich stört das gar nicht. Du kannst mich Lügner sagen, wie du willst, aber du stellst dich als dumm dar, weil es sind deine islamische Quellen. Und das zitiere ich auch aus der Bibel. Ja? Ich vergleiche beide Bücher. Ja? Und alles, Asim und diese ganze kaputte Leute, die sind noch nicht mal redewert. Jetzt reinkommen und nicht mir Mail schreiben oder irgendwie sowas und nicht von etwas widerlegen. Dann habt ihr mich tausendmal widerlegt in euren Videos, aber es macht mich nichts aus. Die Hauptsache ist, ihr widerlegt mich in meinem Livestream. Ihr habt die Möglichkeit reinzukommen und das war's. Bis gleich, seid dabei. Ich werde sofort auf Hangout gehen und ihr habt die Möglichkeit dann reinzukommen. Gottes Segen.